Hallo Leute und willkommen zur ersten Folge vom Samstagszocker, deinem Videoformat, wenn es um aufregende Gaming-Neuigkeiten geht. Ich bin Epi und diese Highlights erwarten dich in Kürze. Huckstai, das riesige Social Sandbox MMO, welches von mittelalterlichen Legenden inspiriert wurde, startet am 18.06.2024 in den Early Access. Bereits jetzt kann man sich verschiedene Gründerpakete kaufen, um das Studio zu unterstützen. Es gibt derzeit drei verschiedene Gründerpacks, wodurch man garantierten Zugang zum Early Access sich erkaufen kann, Land zum Bauen, verschiedene Charaktere-Slots sowie auch exklusive Kleidungsstücke. Journeyman, Artisan und Master, so die drei verschiedenen Founder-Packs, erhalten das Gründer-Outfit, die Jagdhütte und das Wyvern-Bauset. Huckstai habe ich ja bereits selbst auch schon testen können und war von der Landschaft, dem Bau- und Crafting-System echt angetan. Fraglich ist aber, wie sie das ganze Verhältnis zwischen PvE und PvP gestalten wollen, denn Mainframe Industries haben angekündigt, dass es bei Huckstai nämlich keine verschiedenen Server geben wird. Und ja, das kennt man ja sonst eigentlich von Ark oder auch von Conan Exiles. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Als nächstes gibt es Neuigkeiten rund um das Halo-Universum. Und zwar arbeiten Microsoft angeblich an einer neuen Remastered-Version des ersten Halo-Teils. Eine Veröffentlichung für die PlayStation 5 soll sogar auch in Erwägung gezogen werden. Ja, wird sich Halo mit dieser Aktion noch auf dem Markt halten können? Oder hätte man vielleicht seinen Fokus doch mehr in den Multiplayer und in die Kampagne von Halo Infinite legen sollen? Was meinst du? Schreib es doch gerne mal in die Kommentare. Es gibt wieder kostenlose Spiele im Epic Games Store und zwar noch bis zum 13. Juni kannst du Marvel's Midnight Suns kostenlos spielen. In diesem ultimativen Crossover stellst du dich der dunklen Seite des Marvel-Universums in einem neuen taktischen Rollenspiel, in dem du auch verschiedene Charaktere wie Iron Man, Wolverine, Captain America, sogar Ghost Rider und Blade treffen wirst. Bist du ein Enshrouded-Fan? Dann passt jetzt auch! Denn Enshrouded-Fans erhalten musikalische Erweiterungen. Mit Melodies of the Mire wird es zahlreiche neue Inhalte geben, von denen man direkt im Trailer einen Vorgeschmack erhält. Im Fokus stehen hier vor allem Musikinstrumente. Mit der Erweiterung, welche bereits verfügbar sein soll, können Musikinstrumente gesammelt werden. Man kann alleine, aber auch in der Gruppe musizieren, um verschiedene Effekte und Boni zu erhalten. Es gibt aber noch weitere Änderungen, wie zum Beispiel ein neues Gebiet, welches man erkunden kann. Aber was denkst du über die Musikinstrumente? Gibt es in dem Spiel nicht andere Dinge, die eigentlich, ja, vielleicht besser optimiert werden könnten? Was denkst du darüber? Schreib es gerne in die Kommentare. Endzone 2, die Demo geht an den Start. Seit dem 7. Juni gibt es die Demo zu Endzone 2, dem Nachfolger von Endzone A World Apart, einem Survival-Aufbauspiel, in dem man nach einer globalen Umweltkatastrophe eine neue Zivilisation aufbauen soll. Die Demo zu Endzone 2 enthält den Sandbox-Modus sowie ein ausführliches Tutorial. Zudem kann man eine exklusive Ingame-Errungenschaft freischalten, um ein kosmetisches Objekt zu verbessern, das bei der Early Access-Version des Spiels dann verfügbar sein soll. Was ich bisher so zu Endzone 2 gesehen habe, macht auf jeden Fall Lust auf mehr und vielleicht wird es hier auf meinem Kanal auch einen kleinen Playtest zu sehen geben. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Neuigkeiten rund um Hogwarts Legacy. Das Sommerupdate für Hogwarts Legacy ist da und bringt neue Inhalte und auch frischen Wind in die Zauberwelt. Aber stimmt das so wirklich oder haben viele von euch mit dem Game vielleicht sogar schon abgeschlossen? Knapp anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung soll es neue Kleidung und Talente geben, einen Fotomodus und eine neue Quest. Obwohl, die Quest ist ja die, die vorher für PlayStation 5 Spieler exklusiv war. Naja, für mich leider eher ein Flop-Date. Was sagst du dazu? Zum Ende dieser Folge noch eine kleine Empfehlung an alle Stardew Valley-Fans unter euch. Chef RPG. Ein schickes Pixel-Design-Spiel mit dynamischen Jahreszeiten und einem Farming-System. Der Hauptfokus bei Chef RPG liegt aber auf dem Führen eines Restaurants, das Le Sequoia, falls ich es richtig ausgesprochen habe, ein einst berühmtes Restaurant im Hafen von White Ash. Dein Restaurant kannst du nach Belieben einrichten, dafür stehen dir zahlreiche Möbel und Dekorationsobjekte zur Verfügung und zudem kannst du über weitaus mehr als 200 verschiedene Gerichte kochen und den Kunden anbieten. Der Release des Games ist für den 12. September 2024 geplant. Vielleicht gibt es aber vorher auch noch eine kleine Demo und das Spiel soll auf jeden Fall auch in den Early Access kommen. Also schau gerne vorbei bei Steam und pack das Game gerne auf deine Wishlist.
Ja, und das waren sie auch schon, die Gaming-Highlights für die kommenden Tage. Mehr Gaming-News findest du auf jeden Fall in Zukunft hier auf meinem Kanal. Danke auf jeden Fall fürs Reinschalten. Vergiss nicht zu abonnieren, gerne dem Video auch einen Daumen nach oben zu geben und mir natürlich auf meinen Social-Media-Kanälen zu folgen. Bis zum nächsten Mal, habt noch einen schönen Samstag und bis dann.